Damit herzlich willkommen, Onana, Winkram, Riedewald, Sanchez, Tete, Zizek, Touré, Klaasen, Isco, Dolberg, Robben. Drei Neuzugänge in der Startelf gegen Söth, Arias, Hector Moreno, Ismet Mirin, Brené, Brülper, Ramseler, Torsby, Affelay, Lokadia, Pereiro, PSV leicht verändert im Gegensatz zu letztem Jahr. Und wir sind gespannt, wie sich das Spiel hier entwickeln wird. Neue Saison, Freunde, und hoffentlich auch neue Erfolge. Letzte Saison war ja recht knapp, dass wir da Meister geworden sind und Pokalsieger. Es war alles so ein bisschen auf dem letzten Drücker. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit unseren hochkarätigen Neuzugängen jetzt nochmal eine Stufe draufpacken können und das Ganze ein bisschen entspannter hier in der Liga gestalten. Kasper Dolberg mit dem ersten Angriff und dem ersten Abschluss. Aber Söth, der auch letzte Saison uns schon zur Verzweiflung getrieben hat, mit einer guten Parade, so schwierig war das zwar nicht, aber immerhin ein erster Fingerzeig. Arjen Robben, von dem erwarten wir uns ja so einiges. Dolberg geht wieder nicht zum Ball, weil unsere Stürmer das selten machen. Klaasen, stark wieder in der Balleroberung, aber kommt noch nicht ganz ran. Affelay, weiß nicht recht wohin. PSV kann aber den Ball behaupten und jetzt hat Affelay so ein bisschen Platz. Tete räumt ihn da ab, kassiert aber noch keine gelbe Karte. Vielleicht die erste Aufgabe für Onana im Tor, hier mal rauszulaufen. Aber er bleibt im Tor und so macht Mirin ein Seitfalls hier. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Yaya Touré war, glaube ich, sein Gegenspieler oder war es Sanchez? Ich konnte es nicht genau ausmachen. Isco hier mit gar keiner Frisur, problemlos vorbei an Brené, am zweiten vorbei und Söth kann den Ball da klären, aber da haben wir schon mal die Klasse von Isco gesehen, der ja im Formtief ist und wenn der sowas im Formtief bringt, will ich nicht wissen, was er für eine Leistung hat, wenn er im Form hoch ist. Den Graven, Robben, das ist zu schlecht, sucht aber Dolberg. Also man erkennt das Potenzial, aber ich will hier jetzt gewinnen, Freunde, ne? Oh, Tete, das war tödlich. Affelay ist jetzt vorbei, legt ab auf Lokadia. Und ich sag ja, Kenny Tete, das war tödlich. BSW hat sich für die Saison scheinbar einiges vorgenommen. Hier natürlich ein bisschen mit Glück, das war keine bewusste Annahme von Jürgen Lokadia. Und jetzt haben wir ein echtes Problem. Die Euphorie ist hier schon ein bisschen getrübt. 0-2 liegen wir hinten. Dolberg. Knapp daneben, nicht so schlecht. Aber es reicht noch nicht. Aber Söth wäre nicht drangekommen. Von daher war es nicht so schlecht. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein halbhoher Abschluss wie beim ersten Mal. Isco gewinnt das Kopfballduell. Klaasen, Kenny Tete, Robben, Robben, hier mit langen Haaren. Das haut auch so nicht hin. Flanke kommt. Dolberg, Mann! KI, fuck mich nicht schon wieder ab. Ich habe keine weitere Ersatzmaus, die ich jetzt hier durch die Gegend pfeffern kann. Warum der da nicht zum Ball geht, ich raff das manchmal nicht. Und warum das kein Foul ist, weiß ich auch nicht. Kommt schon, ey. Ist noch genug Zeit. Ist nichts verloren. Jetzt gewinnt auf einmal Brené das Kopfballduell. Eben hat Isco für sich entschieden. Glasklar. Klaasen findet nicht Dolberg. Gibt aber Ecke. Aber die sind noch nicht so gut, weil gerade Spieler, die neu sind, die schießen immer schlechte Ecken. Die kommt direkt auf Mirin. Zweiten und dritten Ball gewinnt jeweils immer Ajax. Und so können sie jetzt hier den Konter einleiten. Affelay schüttet mal locker Klaasen ab, glaube ich. Kann wieder die Flanke setzen. Onana hat Schwierigkeiten, aber fängt den Ball. War ein bisschen orientierungslos. Klaasen, Klaasen, Robben. Klaasen. Findet Dolberg, sieht der Zizek, er sieht ihn, der ist vorbei, Latte. Oh, jetzt haben wir auch noch Pech. Erst hast du kein Glück und dann kommt Pech hinzu. Lokadia, kein Abseits angeblich. So elendig viel Platz. Aber Sinkraven löst das. Touré, ganz schlechte Partie. Es ist häufig so bei den Neuzugängen, verstehe ich zwar nicht, aber naja. Zizek.
Sitzin Graven, Dolberg auf Isco, der im Formtief eine super Leistung abliefert. Dolberg, da ist Platz für Robben. 2-1. Das war der Robben, wie man ihn kennt, und so erkennt man ihn auch hier plötzlich ohne Haare. Schön gespielt von Dolberg auf Robben, der gut einläuft. Und jetzt sind wir wieder dran. Trotzdem zwei unnötige Gegentore waren das. Gröper, Mirin, Ramseler, Gröper, Ramseler. Wieder langer Ball und die Flügel von uns sind schon wieder total offen. Ich weiß nicht, wie ich das beheben soll, das Problem. Und wie kommt der da an den Ball? Da stehen zwei Verteidiger von mir, die aber dann beide wegrennen nach der Flanke. Die waren deutlich besser positioniert. Ich hasse das Spiel. Zicek mit viel Platz, keiner kommt mit und er verliert im Dribbling den Ball. Touré sichert aber den Ball. Wieder Zicek. Zicek aber wieder im Dribbling gegen Mirin mit dem Ballverlust. Meine Fresse. Ja, dick abseits, hallo. Das ist kein Abseits. Der steht 100 Kilometer alleine. Willst du mich verarschen, Spiel? Das kann doch nur abseits gewesen sein. Habt ihr gesehen, wie viel Platz der hatte? Isco mega schnell auf Dolberg. Wo ist Robben? Dolberg wird umgesetzt. Wieder kein Foul, natürlich nicht. Warum auch? Und so ist Affelei durch. Affelei ist durch. Legt nochmal quer und Onana hält. Das ist doch ein Witz, Schiri, ey. Komm schon. Was du hier ablieferst als Pfeifer-Typ-Dings. Wegkack-Scheiße. Dolberg verspringt der Ball bei der Ballannahme. Das ist aber nicht der Fehler des Dolberg, sondern der KI. Guck mal hier, die können machen, was sie wollen. Die bleiben immer im Ballbesitz, ey. Mann, KI, fuck mich nicht ab. Ich hasse es, wenn du das machst. Und das weißt du genau. Dass meinen guten Spielern dann plötzlich immer der Ball verspringt. Natürlich. Isco wird jetzt auch im Dribbling scheitern, war so klar. Vorher macht er den immer nass und jetzt scheitert er. Jetzt mal eine vernünftige Flanke, direkt auf Wild, natürlich. Hätte ja auch noch nach innen laufen können, alle Zeit der Welt gehabt haben, aber so schlau ist die KI leider nicht. Deswegen liegen wir 2-1 hinten, da ist noch nichts verloren, aber das ist einfach nur so wieder unnötig, dass wir hinten liegen. Gebt euer Bestes. So, 4,5 haben wir bei den beiden Innenverteidigern. Mann. So, Lukšov, Feldmann und Thielemans nun in der Partie. Dolberg, Isco, Klaasen. Aber das ist wieder so schwach, meine Fresse, ey. Ramseler, viel Platz da für Lokadia, Kenny Tete stark, Robben, Dolberg, Zicek, Isco läuft, Isco ist vorbei, zieht aber wieder zurück,
Die Drehung dauert wieder eine Stunde. Sinkgraven. Zizek müsste Sinkgraven schicken. Macht er. Kriegt der eine gute Flanke? Nein, der scheitert auch im Dribbling an Mirin, der einfach alles abräumt. Thielemans mit der Flanke, die ist nicht so schlecht. Dolberg. Nachschuss, Isco. 2:2, mehr oder weniger glücklich. Voll tätowierter Isco. Hochverdienter Ausgleich, soweit hätte es gar nicht, wie gesagt, kommen dürfen. Sind wir mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Eieiei, keine einfache Partie für meine Nerven schon wieder. Noch ein Spiegelbild der letzten Saison, es ist alles unnötig und knapp. Ramsela, Böper, Luke Shaw steht völlig schlecht. Kann er da nochmal rankommen? Nee, kann er nicht. Will Affelei den ab... Ja, das war wieder so klar, das ist doch nicht normal Spiel. Du willst mich doch verarschen. Der hängt, der bleibt hängen und dadurch macht er einen Special Trick. Ah, oh Mann, da krieg ich direkt wieder Herzrasen, ey, wenn ich mich so aufrege. Ah, nicht gut, ey. Puls auf 7000. Robben, Elfmeter. Aber klarer Elfmeter, klarer geht's gar nicht. So, wir haben Elfmeter, Schützen, da haben wir Zizek. Der lupft ihn auf den Torwart. Zizek lupft ihn auf den Torwart. Auf den Torwart lupft er den. Fast auf den Torwart. Okay, sah jetzt ein bisschen souveräner aus, als er in echt war. 3-3, Kackpartie, ey. Guck mal, wie einfach das bei denen geht. Wo stehen wir denn? Ich habe denen niemals gesagt, dass wir tief stehen sollen. Die ignorieren jede taktische Anweisung, ey. Scheiß Gameplay-Patch. Zizek stark und dann geht Isco wieder nicht zum Ball. Dafür kann jetzt kein Gameplay-Patch was, das ist einfach die fucking Programmierung. Und die kommen so einfach vors Tor. Das ist einfach zu billig, wie die vors Tor kommen. Den Ball kann Robben nicht kriegen. Doch, kriegt er. Und dann so ein schwacher Ball. Das kann der auch viel besser. Aber ist halt so, wenn wir wieder dran sind, spielen wir auf einmal schlechter und die kommen mit langen Bällen immer an uns vorbei, weil wir am Ball vorbeisensen. Das kannst du doch keinem erzählen, dass das normal ist. Und dann gibt's auch noch einen fucking Elfmeter, ey. Mann, regt mich diese Scheiße auf, das Spiel kotzt mich an, ey. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Wenn wir dran sind, ja, und dann auch so ein fucking billiges Tor. Jedes Mal, ey, das macht doch keinen Bock. Ganz ehrlich, der Onana hält den Ball und legt ihn sich selber vom Rücken rein. Das ist Slapstick pur, das ist Verarschung. Die scheiß KI will wieder, dass der Computerverein gewinnt. Es nervt so tierisch. Isco dribbelt jedes Mal an dem vorbei. Und hier, Ball, zack, gleich Isco wird wieder weggecheckt. Da, Dolberg wird umgerannt, gibt wieder keinen Freistoß. Ey, das kannst du doch nicht bringen, ey. Ich bin hier auf 3000. Diese Entscheidungen, ich kotze im Strahl. Komm, leg das 4-3 nach. Guck mal, wie stolpern sich da jedes Mal durch unsere Abwehr. Ey, was willst du denn da noch machen, ey? Da macht's wieder mal keinen Spaß, 3D-Spiele zu gucken, wenn das so abgefuckt läuft. Mann, ey. Ja, Robben geht nicht zum Ball. Warum immer jetzt? Passt mal auf. Diese Situation gerade. Flanke Isco. Die gibt's doch genau beim Gegner auch immer. Und dann stehen da zwei Innenverteidiger von uns da und keiner geht zum Ball. Nur der Stürmer geht zum Ball. Warum ist das bei der KI so, aber bei mir im Angriff nicht? Da spielt ein Stürmer gegen einen Verteidiger. Und nur der Verteidiger geht zum Ball und der Stürmer bleibt stehen. Warum? Welche Anweisung muss ich denen sagen, dass sie da zum Ball gehen? Ey, das kotzt mich an. Das ist nicht mehr witzig, ey. Fucking Spiel. Ich lasse es bald mit den 3D-Spielen. Das macht keinen Bock mehr. Es macht tierisch keinen Bock mehr. Wenn wir jetzt hier das Pokal verlieren, ist nichts Schlimmes. Aber die Art und Weise, wie, kotzt mich nur an. Präzise, lange
diesmal. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingern. Okay, doch zum Ball, Mann! Da geht er auch nicht zum Ball! Klasse, wie sie den Ball zurückgeholt haben. Guter Einsatz. Ganz souverän, wie der Ball hier durch die Reihen läuft. Und der Ball läuft wie an der Schnur gezogen durch die eigenen Reihen. Der hält alles. Und da geht er nicht zum Ball! Ach, ich raste aus. Mann, ich möchte wieder was werfen. Das gibt's doch nicht, ey. Warum ging der da nicht zum Ball? Das ist doch so scheiße, Mann. Man merkt, die KI will sowas von fucking gewinnen hier. Das ist nicht normal. Klar sind wir letzte Saison glücklich Meister geworden, glücklich Pokalsieger geworden, aber muss man uns das jetzt so rächen? Wir sind hier die klar dominierende Mannschaft, aber kriegen nichts geschissen. Robben wird wieder gefault und da hätte der Vorteil laufen lassen können. Weil diese Freistöße bringen nichts. Mann, ey. Geht direkt auf den Torwart. Kommt noch nicht mal bis dahin. Och, du bist doch schon vor dem Tor. Wo will er hin? Da geht wieder keiner hin. Ja, der hält ihm noch im Spiel. Wo will der wieder hin? Oh. Unnötig, ey. Das nimmt mir so den Spaß. Das nimmt mir so den Spaß. Ohne Spaß. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao. Yeah. Why always me? Ooh, like I'm bad.